Ja, heute mal allein auf der BMW. So, dann wollen wir mal. Ich muss jetzt erstmal runter nach Meran. Hier sieht man jetzt den schönen Ausblick. Und von da wird dann irgendwo links lang der Weg Richtung Jaufenpass gehen. Und dann schauen wir mal, wie Neo sich da anstellt. Wenn es dann mal so in Kehren reingeht, engere Kurven, berghoch, bin ich schon gespannt. Ja, ich quäle mich immer noch ein bisschen durch den Stadtverkehr von Meran. Da muss man nämlich erstmal durch. Da drüben ist die schöne City, die Altstadt. Aber man sieht schon, hier ist die Hölle los. Ist halt auch ein Touristenort. Darf man immer nicht vergessen. Hier ist das Palace. Ah, schon cool. Ja, endlich aus Meran raus. Und jetzt kommen auch schon langsam ein bisschen schönere Straßen hier durch die Täler. Alles schön kurvig. Richtung Pässe ist auch alles gut ausgeschildert hier in Tirol. Jetzt sind wir in St. Leonard. Ich meine, das ist natürlich ein super Panorama hier. Traumhaft schön. Der Kirche da in der Mitte. So, jetzt werden die Kurven langsam enger. Wir kommen auch langsam wirklich hoch hier. Sind noch nicht am Pass, aber ihr seht schon, ein paar Höhenmeter haben wir schon gemacht jetzt. Ja. Das macht doch mal Spaß hier. Da kann man wirklich mal ein bisschen schöne Kurven ziehen.
Ja, und hier haben wir jetzt das Schild. Jaufenpass, Passo Giovo. Hier scheint der Pass jetzt also anzufangen. Schönes Panorama hier. Frischer, 20 Grad nur noch, vorhin waren es, ich glaube schon 24. Also frisch in Anführungszeichen. Aber man merkt, wenn man im Schatten fährt, hat man schon etwas angenehmere Brise. Aber ich glaube, die Straße, das wäre nichts für Vanessa gewesen. Hier geht es halt ohne Befestigung meistens doch recht steil runter. Das ist mit Höhenangst dann nicht so lustig. Ah, da ganz oben geht's hin. Ich habe ein bisschen was vor mir. Schöner Ausblick. So, jetzt müssen wir einmal kurz hier von hier aus den Ausblick genießen. So, mal gucken, wie weit es noch geht. Das ist jetzt natürlich schon imposant. Ich war ja vor 2 Jahren mit der Vespa auf dem Großglockner, das war auch extrem schön. Und die Fahrstrecke hier ist ja sehr angenehm. Also hier auf dem Pass, tolle Strecke. So, Jaufenpass, Passo Giovo. Das scheint jetzt hier der höchste Punkt zu sein. Bei der Edelweißhütte.
Dahinter geht es dann wohl wieder runter. So, das war doch mal schön hier oben, die Aussicht. Traumhaftes Wetter, 22 Grad, Sonnenschein, besser kann es nicht sein. Jetzt ist es schon 12. Jetzt werde ich mal langsam zurück, habe eine Stunde etwa vor mir. Und dann gibt es erstmal was zu essen. Und dann ist schon wieder ein Tag rum, vielleicht mache ich heute Nachmittag nochmal eine Ausfahrt. Aber das war auf jeden Fall eine schöne Strecke hier. Gut zu fahren und natürlich ein traumhafter Ausblick hier.
Ach, wunderbar. Man kommt jetzt wieder etwas tiefer und schon wieder 23 Grad. Also heute wird es wahrscheinlich wieder richtig heiß. Ich glaube, um die 27, 28 Grad könnte bis zu 30 werden. Das ist dann natürlich schon super zum Motorradfahren. Also die Strecke hier, der Jaufenpass, wirklich schön. Sehr zu empfehlen, ist glaube ich der nördlichste Pass in Tirol. Straßen toll. Ist jetzt auch kein so schwieriger Pass, würde ich mal sagen. Also den sollte jeder ohne Probleme fahren können. Da gibt es sicherlich weitaus anspruchsvollere Pässe mit noch mehr Kehren. Aber hier ist es wirklich ganz easy peasy. Super relaxed. Aber natürlich muss man auf so einem Pass, man muss schon konzentriert fahren. Das ist schon ein bisschen sportlicher, je nachdem wie schnell man fährt, als jetzt irgendwie nur über die normalen Alpenlandstraßen zu fahren, so in den Tälern. Hier muss man schon konzentriert fahren, weil viele sind hier halt nicht so firm und kommen dann mal ein bisschen enger in die Kurven rein. Manchmal sieht man auch nicht, wie die Kurve verläuft, dann kann sie ganz schnell sehr eng werden. Aber Spaß hat man da auf jeden Fall. Ja, das macht Spaß hier. Hier ist der Straßenbelag richtig gut, da klebt man richtig drauf. So, und schon sind wir wieder im Tal. Schöne Poolanlage da unten. Ich glaube, das wäre jetzt heute das Richtige. Wenn es dann nachher schön heiß ist, nochmal schön in den Swimmingpool. Weil so eine Fahrt soll ja auch ein bisschen Entspannung sein. Die 3 Tage Hinfahrt, die waren schon echt ziemlich toughes Programm. Und man braucht dann doch immer weitaus länger, als man irgendwie so einplant und als das Navi einem anzeigt. Aber jetzt wird es richtig heiß. Jetzt brennt auch schon ganz schön die Birne. 29 Grad. Das ist ganz schön hot. Von daher bin ich jetzt auch ganz froh, wenn ich jetzt aus den Motorradklamotten rauskomme. Ich hoffe, die kleine Tour zum Passo Giovo hat euch gefallen. War landschaftlich auf jeden Fall unheimlich interessant. Tolle Ausblicke, tolle Panoramen. Auch eine schöne Strecke zum Fahren, der Pass. Also wenn ihr hier in Südtirol seid, den kann ich empfehlen. Und morgen geht es dann weiter. Da werden wir, ich nehme an, mal irgendwie so ein bisschen an den schönen See fahren. Wenn euch das Video gefallen hat, hinterlasst mir gerne einen Daumen nach oben. Wir sehen uns dann beim nächsten Video. Und wenn ihr das nicht verpassen wollt, dann klickt einfach unten mal auf den Abo-Button. Ist kostenlos. Und dann gibt es immer eine Nachricht, wenn ein neues Video online ist. Solltet ihr auch fahren, dann fahrt vorsichtig. Genießt das traumhafte Wetter jetzt im Spätsommer. Und wir sehen uns dann. Macht's gut. Bis dann. Ciao.